Ich gehe, das Spiel ist dumm. Auf Wiedersehen. Bisschen leiser können wir ruhig machen. Ich mach so 20, glaube ich. Okay, Safe Spot ist bei A, das ist hier unten bei uns. Hier, das ist der Safe Spot. Bisher sind die Generatoren in Ordnung. C wird angegriffen, das ist oben das Badezimmer. Cam nach rechts, okay. Nein, 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 nein. C ist kaputt. Nein, oh mein Gott. Hätte ich nicht zu A laufen müssen, weil A safe ist? Für sie stöhnen. Safe Spot ist immer noch A. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. What the fuck? Die Dinger werden alle gerade der Reihe nach ausgelöst. Ich glaube, das ist GG. Neustart, 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 Neustart. Okay. Konzentriert bleiben. Oh, ich muss wieder meinen Chorus Prayer. Sehr gut. Safe Spot oh, bei Opa. D, obere Etage. A und B werden gerade angenagt. Wir gehen dazwischen. Ich habe das Gefühl, sie mag es nicht, wenn ich besonders lange am Hebel rumzimper. A ist verbuggt. D ist immer noch Safe Spot. Wir sollten B kurz betatteln und dann zu D. Hier kommen wir auch kurz. C hat einen Error. A und B brauchen Hilfe. Oh, sie greift an, sie greift an, sie greift an, sie greift an. Zu D, schnell. Der Herr ist mein Hirte. Er wachet über uns alle. Sein Licht erfüllt die Gläubigen wie Ungläubigen gleichermaßen. Kurz abchecken, wo der neue Safe Spot ist. A, gut zu wissen. B ist kaputt gegangen. Und oh, D ist aber auch gleich im Arsch. Oh mein Gott. 3, 8, 0, 4. Wir müssen danach sofort hoch. Zu Opa. Schnell. Ich weiß nicht, ob wir das noch rechtzeitig schaffen, weil er so langsam ist.
Warum kam denn eine Katze, Bro? Ich glaube, sie mag es nicht, wenn ich zu lange dran kurbel. Sie kommt, auf zur A. Good try, good try, good run, good run. Weißt du, was ich zu dir zu sagen habe, Dämon? Ha! Oh, ein Kreuz! Die Macht Jesus Christus. Hinfort mit dir, Dämon. Opa, ist Safe Spot? Sie hat geknurrt. Warum macht sie das? B ist verbuggt, aber ich habe eigentlich keine Zeit für B. Wir sollten hoch zu C und D. Und jetzt müssen wir reparieren und BA. Schnell. Schnell. Oh mein Gott, das Geräusch. Weil B gleich angeht. Warte! Lauf doch! Bro, please. Oh mein Gott. Ich kann jetzt nicht drehen, weil die unten hinter mir her ist. Was mache ich denn jetzt? Zu Opa? Und schon ist wieder alles aufgeladen. Fuck you. Gute Arbeit, Chat. Bisher läuft's gut. Ich weiß nicht, was wir anders machen als gestern. Wir sind ein bisschen sanfter zu den ganzen Hebeln. Ich renne nicht mehr ganz so viel, wenn ich nicht weiß, wo sie... Oh mein Gott. Bisschen fies, wenn alles gleichzeitig runtergeht. Ja. Neues Safe Spot ist bei Opa. A und B brauchen Hilfe. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Noch 20 Minuten bis zum Safe Point. Minuten. Zwölf. Sie kommt. Opa. Auf dass das Böse diese vier Wände für immer verlassen mag.
Hinfort mit dir, oh Dämon. 5 Minuten, Safe Point, easy. Geil. Geil. Das haben wir gestern auf Teufel nicht geschafft, ne? Auf Teufel komm raus. Jetzt gibt's eine neue Nachricht von unserem Informanten. A neighbor called the police that night. Okay, in der Nacht, als Sophie verschwunden ist, rief ein Nachbar die Polizei, denn er hat Schreie aus dem Haus von Sophie kommen hören. Als die Polizei gegen 9.50 Uhr bei Sophies Haus ankam, hat Sophie die Tür geöffnet und der Polizei gesagt, dass die Schreie nicht aus ihrem Haus kommen würden. Die Polizisten haben ihr noch ein paar Fragen gestellt und sind dann gegangen. Die Polizisten waren die letzten Personen, die Sophie in dieser Nacht gesehen haben. Ein paar Tage später haben die Polizisten das Vermisstenfoto von Sophie gesehen und waren verwirrt. Sie waren sich nicht ganz sicher, ob das nicht genau das Mädchen ist, was ihnen am selben Abend noch die Tür aufgemacht hatte. An dem vergangenen Abend. Einen Monat später, Sophies beste Freundin Clarissa wurde auch als verschwunden gemeldet. Eines Tages ging sie zur Schule und kam dann nie wieder zurück. Manch einer glaubt, die beiden Mädchen sind zusammen davongelaufen. Maybe, I don't know. Aber ihre Reise hat kein schönes Ende genommen. Wo war der Safe Spot Chat? Ich habe nicht aufgepasst. Oh mein Gott. War es Opa oder A? A? Ja, dann sind wir RIP. Mein Chat hat mir geholfen. So wie der Herr mir tagtäglich hilft. Fuck you, Dämon. Fuck you. Oh. Opa diesmal. Ah, ist ausgefallen. Ist egal. Kümmern wir uns später drum. A zum Laufen bringen und dann A, B. Schnell. 2, 9, 9, 7. Warte, wo ist der Safe Spot? Bei Opa. Nicht dahin! Oh mein Gott, bist du doof? Oh mein Gott, nein, 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 lauf nach oben. Schnell, bevor sie zuschlägt. Warum ist das Game heute so einfach? Gestern hat es mich zu Tode erschreckt. Und ich bin down gestorben, ohne zu wissen warum. Und heute läuft alles gut. Bei Opa ist der Safe Spot Chat. Alles wird gleichzeitig beäugelt hier.
Weiß ich nicht. Fühlt sich gerade ein bisschen scheiße an hier. Opa war Safe Spot, haben wir gesagt, ne? Sie kommt. Sehr gut. Okay, das haben wir gebraucht. Die Generatoren regenerieren sich, nachdem sie gefällt hat. Da vorne sind wir sicher. Beten wir. Gemeinsam. Hervorragend. Alles verliert wieder gleichzeitig. Wir müssen runter und die Informationen einholen, wo der nächste Safe Spot ist, bevor wir weiter kurbeln. A und B gleichzeitig im Bedrängnis. In A jetzt, hier unten im Erdgeschoss, ist alles safe. Alright, B als nächstes. D ist ausgefallen, aber ich habe gerade dran rumgeschraubt. Ist okay. Das ist okay. Ist gut, dass sie uns angreift. Ah, Klebeband, das brauche ich nicht. Der Herr ist mein Klebeband. Mit ihm an meiner Seite werde ich nie wieder vor Furcht aufschreien müssen, denn ich bin gewappnet, ganz egal, was für Gefahren sich uns auch entgegenstellen mögen. Safe Spot ist wieder A, hier unten. Heute ist weniger schlimm. Ich weiß nicht, warum sie heute weniger aggressiv ist. Das hätten wir nicht sagen dürfen. Ihr habt's gejinxt. Neues Safe Spot, immer noch A, immer noch A. Großartig für uns. Sie macht überall gleichzeitig Action. Sie hat in meinen Nacken geatmet. Sie kommt. A ist unser... Sie kann nichts. Warum hält das so lang? Okay. Hatte kurz Angst. 20 Minuten bis Safe Spot. A ist Safe Spot. Ich meine, Checkpoint in 20 Minuten und A ist wieder safe. Oh mein Gott. 4. Hä, hör doch auf Sienen! Jesus. Ah, ist immer noch safe. Nein. Sie greift an.
Ist okay. Ist gut, ist gut, ist gut. Und? Oh, ich sollte mir irgendwelche Reden aus der Kirche suchen. Rede, Kirche. Checkpoint? What the fuck? Geil. One day, one of the neighbors around the area committed suicide. Also, Sophie ist verschwunden und ihre Schulfreundin auch. Man dachte, die sind vielleicht zusammen durchgebrannt. Dann, eines Tages, einer der Nachbarn hier in der Gegend hat Suizid begangen. Er hat eine Notiz hinterlassen, in der stand, dass er verantwortlich sei für das Verschwinden der Mädchen. Er hat gesagt, die Mädchen wären noch am Leben und dass er sie in einer versteckten Hütte irgendwo im Wald eingesperrt hätte. Experten haben die Notiz analysiert, aber die Handschrift, die stimmte nicht zu der Person, die die Suizid begangen hatte. Die Polizei war der Meinung, dass jemand anderes als dieser Nachbar diese Notiz geschrieben haben musste. Aber wer? Sie haben außerdem Fingerabdrücke gefunden einer unbekannten Person. Obwohl die Polizei verlauten lassen hat, dass die Notiz, die sie gefunden haben, fake war, haben trotzdem sich viele Leute aus der Nachbarschaft aufgemacht in den Wald, um nach den Mädchen zu suchen. Wochenlang. Aber sie haben sie nie gefunden. Okay. Weird. Schöne Bibelverse. Oh. Perfekt. Nice. Let's go. Ich glaube, das ist das letzte Kapitel. Um 6 Uhr sind wir frei. Wo war der Safe Spot? Ich bin doof. Natürlich. Wo auch sonst? Die hat 1 Euro, oh ja. Sie kommt. Sie sitzt mir im Nacken. Okay, Bitch. Wir spielen das heute durch. Das hat sie noch nie gemacht. Dass sie mir, während alles am Funkeln und Flackern ist, dass sie sich mir da in den Weg stellt. Rest in Pepperonis? True. Kein Knebel heute? Nicht nötig. Irgendwie haben wir es raus. Bis auf eben. Aber davor sind wir noch kein einziges Mal gestorben. Es läuft zu gut. Safe Spot bei Opa. Can we get a replay? No. B ist ausgefallen. Opa war Safe Spot diesmal, ne? Right. Und A ist auch ausgefallen. Jesus.
Wo war das der Spot? Immer noch Opa, ne? Opa. Bro. Okay. Ja, aber muss ich darauf achten, dass sie nicht vor mir steht und ich nicht in sie reinlaufe? Oder wie läuft das jetzt? Bist du da? Okay. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet nicht das Böse zu. Nochmal. Diesmal hat sie uns nicht so lange gejagt. Die war ja super schnell fertig. Dieser Vers, einfach bei jeder zweiten Hochzeit. Echt? Ich war noch nicht auf so vielen Hochzeiten. Auf keiner. Ah, wie Arsch. Oder Alarm. Sie hat geknurrt. Wenn sie da so knurrt, darf ich nicht weiterkurbeln, sonst killt sie mich. Opa ist Safe Spot. Knurrt sie immer noch? Nee. Was habe ich gesagt? Opa ist Safe Spot, ne? Right, right. Da war sie wieder dran. Wir gehen weg. Opa? Opa, danke. Okay, sie kommt. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. In nomine Spiriti Sancti. Oh, da war sie am Knurren, da war sie dran. Ihr Geist ist manchmal in der Nähe der Generatorin. Und da will sie mir immer auflauern, die böse Frau. A ist unser Safe Spot. Wir werden hier kurbeln, was das Zeug hält. Kurbel, kurbel, kurbel. Oh, das war sehr lang und gefährlich. Was haben gesagt? Ah, ist safe, ne? Gute Nacht, Eddie. Schlaf schön. Ich glaube, wir müssen noch eine Stunde durchhalten, dann haben wir es. Nee. Fuck. D. Sie kommt. Zur Opa. Und hoffen, dass sie mir nicht auflauert. Vorhin hat sie mich auch mit im Korridor getötet. Okay. Wir bezwingen dich. Spiel.
Safe Spot ist bei Opa. Noch ein bisschen mehr als eine Stunde. Safe Spot Opa, nicht vergessen. Nicht mehr viel. Nicht mehr viel. Hier ist der Safe Spot. A braucht gleich wieder Hilfe. Wäre gut, wenn sie jetzt angreift. Tut sie. Du Noob. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Was? Wir müssen gleich was fixen. Amen. Amen, Brother. Safe Spot ist D. Das ist Opa. 4, 1, 5, 8. Okay. B, abgeschmiert. Nicht schlimm. Opa war wieder safe, ne? Ich vergesse das zwischendurch immer und ärgere mich dann so. Da war sie dran. Gut, dass wir losgelassen haben. Fuck, ich muss A und B reparieren jetzt. Also B reparieren und dann schnell an A kurbeln. Oder vielleicht an beiden. Kurbel, kurbel. Go. 6, 5, 3, 1. Es zählt schon runter. Fuck. Bro, please. Oh nein! Zu Opa, ne? Der Schneider läuft mir die Nase runter. Ich kann nicht pausieren. Auf Escape ist, Oh. Noch 30 Minuten. Safe Spot wieder bei Opa. A und B.
Noch 12 Minuten, bevor der Teufel dieses Gebäude verlässt. Auf alle Ewigkeit. Oh. Oh. Oh, 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 der Geist des Herrn durchdringt mich. Sieben Minuten. Nicht abfacken jetzt. Kein Scheiß bauen. Lass mal gucken, wo der nächste Safe-Spot ist. Nur um sicher zu gehen. Wieder Opa. Alright. Das sollte eigentlich reichen. No? Oh, ich glaube, wir haben es fertig, oder? Geht's noch weiter? No way. Ich dachte, das wäre das Letzte. Oh Mann, ich will nicht mehr. Um 6 Uhr geht doch die Sonne auf, oder nicht? Bro, please. Please. Henry wollte uns wieder etwas schreiben über die Geschichte von Sophie und ihrer Schulfreundin und dem Nachbarn, der sich das Leben genommen hat. Mit einem Abschiedsbrief, in dem drin stand, dass er für das Verschwinden der Mädchen verantwortlich wäre. Der Brief aber nicht zu seiner Handschrift passt. Und auch bei den ganzen Suchaktionen. Die Hütte, von der der Brief erzählt hat, niemals gefunden werden konnte. Oh mein Gott, das geht schon los. Ich dachte, ich darf den Brief so lange lesen, wie ich will. Oh, fuck me. Okay, nicht so schlimm. Hat jemand darauf geachtet, wo der Safe Spot ist? Oh mein Gott. Ah? Oh mein Gott, na, okay, danke. Ich wäre bei Opa stehen geblieben. Vielleicht schaffen wir es noch bis A. Danke. Ja, jetzt gibt es nur noch eine Richtung, in die ich möchte, und zwar ans andere Ende der Map. Das wäre dann Opas Zimmer, also auf Wiedersehen. Oh mein Gott, die lässt aber auch nicht locker. Jetzt ist er ganz schön aggressiv, Bro. Opa, diesmal? Opa ist ausgefallen, aber haben wir gerade... Oh Gott, okay. Umdrehen. Sind Safe Spots immer nur A oder D, ja? Am Ende des Korridors jeweils, irgendwie, ja. Kurz gucken gehen, wo der nächste Safe Spot ist. Ah, diesmal. Können wir durchkurbeln. Philia, danke für die 43 Monate. Hoffentlich geht's gut. Schönen guten Abend. Da durfte ich nicht weiter kurbeln. Sie hat geknurrt. Sie war da dran. Fuck. Der hätte aber kurbeln eigentlich nötig. Ist egal. Ganz kurz Opa und dann zu B, aber schnell. Mehr will ich hier gar nicht. Ich hab Schiss. Wir müssen zu B. Go, 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 go. Hätte nicht viel mehr sein dürfen. Wird knapp. Oh mein Gott, das wird... Sie hat wieder geknurrt.
Opa braucht Hilfe. Ich habe keine Zeit. Selbst wenn ich jetzt... Oh mein Gott, das wird so cool. Chat, ich glaube, manchmal das Problem ist, dass ich zu schnell bin. Wenn ich nach jedem... Warte, jedes Mal, wenn wir einen neuen Abschnitt betreten, müsste ich eigentlich stehen bleiben und gucken, ob sie da auftaucht. Problem eben war, ich wollte so schnell wie möglich nach oben. Das heißt, ich bin immer geklickt, weiterlaufen. Sobald ich ankommen bin, sofort wieder geklickt, weiterlaufen. Klick, 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 weiter, 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 weiter. Und dadurch habe ich nicht bemerkt, dass sie in dem einen Raum vor mir aufgetaucht ist. Und dann bin ich quasi in sie reingelaufen. Wenn sie vor mir auftaucht, muss ich umdrehen und wegrennen. Aber der Zeitdruck eben hat mir nicht erlaubt, stehen zu bleiben und die Gegend abzuchecken. Das ist der Grund, warum wir auch weniger gestorben sind als gestern. Weil ich diesmal, wenn ich Zeit habe zumindest, immer klicke, renne, einen Raum betrete und kurz warte, ob sie auftaucht oder nicht. Das hat viel besser funktioniert mit der Technik. Nochmal. Ich schwitze. Hört Schwobbel das öfter, dass er zu schnell ist? Ich hätte da ein, zwei Sachen zu sagen zu dem Thema, aber ich glaube, das passt hier nicht so gut rein. Ah, Safe Spot. D ist ausgefallen. Dem D ging es aber bis eben noch gut. Ich war zu schnell. Ich glaube, ich hätte warten müssen. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Wieso ist hier auch abgeschmiert? Mann! Bro, ich klicke und sterbe.
Ich habe nichts gesehen. In dem Moment, wo ich geklickt habe, war nichts zu sehen. Wie lange soll ich warten? Es ist immer wieder die gleiche Stelle auch. Ich kann nicht mehr. Hallo Jojo. Hallo Jojo. Devi. Doof. Oder Dick. Cock, cock, cock. Die hat geknurrt. Ich habe jetzt so lange gewartet. Safe Spot ist eigentlich A, aber ich glaube, es ist egal, wo ich mich hinstelle, wenn sie mir den Weg abschneidet zum Safe Spot. Hauptsache, ich renne weit weg. Renn doch bitte, Bro, please, 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 please. Safe Spot ist A. Hey, das Fangen ist eigentlich ganz gut, weil dadurch resetten sich die Generatoren ein bisschen und die erholen sich von alleine und sie kickt mich so nicht, glaube ich. Opa ist jetzt safe. Warten. Okay, nein, 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 nein. Nicht reparieren. Weglaufen. Opa. Der kaputte Generator wird sich von alleine repairen. Alles gut. Anderthalb Stunden. Fuck. Stop, lass mich da bitte in Ruhe.
Nächster Safe Spot ist A wieder. Immer kurz warten, bevor ich mich bewege. Vielleicht taucht sie irgendwie verspätet auf. D ist ausgefallen. Oh, zum Glück greift sie an. Das hätte ich sonst nicht mehr gerettet. Zum Glück hat sie angegriffen. Holy shit. Oh mein Gott. D war auf so auf 30% und dann ist der Generator ausgefallen. Dann kann ich ihn nicht reparieren, glaube ich, oder? Warte, kann ich ihn kurbeln, während er ausgefallen ist? I don't know. Safe Spot ist A. Sie kommt. Zu A. Go. Aufpassen, dass sie hier nicht auftaucht vor mir. Sieht gut aus. Okay. Nice. Das ist die letzte Etappe. Das letzte bisschen, was uns vom Sieg trennt. A ist wieder safe. Extra lang gewartet. B ist ausgefallen. Reparieren wir. Und dann A, B schnell. Zuerst. Sie kommt. Perfekt. Sehr gut. Du hast hier keine Macht, Dämon. Ich bin ganz kurz vom Glauben abgefallen, weil du mich so oft getötet hast. Doch ich habe zurückgefunden. What the fuck? Wo ist der Safe Spot? I don't know. Ah? Ich hatte keine Zeit zum Nachgucken. Bitte tu mir nichts. Bitte. Ich hatte keine Zeit. Lass mich in Ruhe, bitte. Hello? Die Polizei hat 3 Körper. 3 Leichen im Haus gefunden, 2 Tage nach den Ereignissen. Eine der Leichen wurde unter einem Bett. One of the bodies was found in a bed under the sheets in the main bedroom. His name was Robert Zullen. The other 2 bodies were found in the basement. Henry Zullen and Michael Ray. Hä? 3 Leichen. 2 davon mit demselben Nachnamen. Robert and Henry were 2 brothers that dedicated their life investigating paranormal events. The police believe that they tricked Michael into thinking he was there to take care of an elderly man. Robert und Henry. Robert und Henry Zullen, 2 Brüder, die ihr Leben der Erforschung des Paranormalen gewidmet haben. Die Polizei geht davon aus, dass Michael, also wir, der Meinung war, dass er in dieses Haus gekommen ist, um sich um einen älteren Herrn zu kümmern, um den Opi. Aber in Wirklichkeit haben diese 2 Brüder, die so geil auf das Übernatürliche waren, uns einfach nur als Köder benutzt. Für ihre Forschung, für ihre Experimente. Wir waren allesamt in diesem Haus, ohne Erlaubnis der eigentlichen Besitzer. Das Haus war schon seit Jahren verlassen. Die Besitzer sind ausgezogen, seit ihre Tochter vor vielen Jahren verschwunden ging. 2 Monate, nachdem man die Leichen gefunden hat,
betranken sich die Besitzer des Hauses und haben das Haus niedergebrannt. Ah. 2 months later, after the bodies were found, the owner of the house got drunk and burned the house down with him inside. Oh, der Besitzer ist ins Haus zurückgekehrt, hat sich betrunken und dann das ganze Haus abgefackelt, mit sich selbst da drin. Witnesses declared that he was yelling that he was finally going to be reunited with his daughter. Okay, und Augenzeugen haben davon berichtet, dass der Besitzer, der da alles angezündet hat, in seinen letzten Momenten geschrien hat, endlich bin ich wieder vereint mit meiner Tochter. Thanks to the fire, the police was able to find a girl's body that was hidden inside one of the walls in the basement. They believe it was Sophia Williams, the girl that disappeared from the house years ago. Dank des Feuers hat die Polizei im Inneren des Gebäudes, hinter den Wänden im Keller, die Überreste einer weiblichen Leiche gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass hinter den Wänden die Sophia Williams lag, die vor so vielen Jahren verschwunden als vermisst galt. Investigators found her mouth, inside her mouth, a piece of paper with a note that said it was Clarissa. Die Beamten haben im Mund der Leiche, im Mund von Sophia, ein Stück Papier gefunden, auf dem geschrieben stand, Clarissa war's. Das andere Schulmädchen, das ebenfalls verschwunden ging. Warte, aber ich bin tot. Das ist ja voll scheiße. Ja, zumindest haben wir es durchgespielt, ne? Jetzt auf Nightmare? Nein, ich werde das Spiel nie wieder anfassen. Es wird sofort, de facto werde ich es jetzt sofort deinstallieren.